Guten Tag, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Rockleader. Ja, ihr habt sehr lange wahrscheinlich nichts mehr von mir gehört, was Special Thanks angeht. Liegt ganz einfach daran, dass ich wenig gegiftet kriege. Ist auch nicht schlimm, da ich sowieso nicht mehr so viel spiele. Ja, müssen wir mal machen, ne? Das Leben geht trotzdem weiter. Ich habe aber ein Gift bekommen, den ich ganz lustig finde, und zwar von hier XX Pro Sky XXX. XXX Pro Sky. So, genau. Und zwar von für 7 Tage an die G23. Und er schreibt, go, 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 go. G23 permanent, das packst du nicht. Ja. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr versucht, ihm das Gegenteil zu beweisen. Ja. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und dann habe ich noch einen zweiten Gift geguckt. Aviator Glasses für einen Tag von Black Rider. Ja, er schreibt, Technobase FM, we are one. Ja, Technobase, tolle Musik. Ich mag sie nicht. Die finde ich zu eintönig. Ich höre eher Hardbase. Jetzt wisst ihr es alle. Ja, schlimme Sache. Egal. Ich habe nochmal so meine ganzen Dingens hier durchgeguckt. Meine ganzen Sachen, die ich noch sonst hatte. Da waren noch ein paar Sachen bei, wo wir ein Review drüber machen sollten. Und zwar auch noch die geforgte AN94, was wir immer noch nicht gemacht haben. Allgemein über geforgte Waffen haben wir, glaube ich, gar keine Reviews gemacht. Weiß ich gerade selber nicht. Aber es gibt ja noch genug. Dann noch SG550. Ja, das muss wahrscheinlich erst nochmal warten. Wie wir ja schon immer sagen, NX und geforgte Waffen, sage ich jetzt einfach mal, dass die auch noch dazugehören, haben einfach ein bisschen mehr Vorrang. Mehr braucht. Habe ich auch noch, aber das interessiert sicherlich keinen. Ja, sonst Gifts freue ich mich immer gerne. Reviews, Let's Play, Reviews machen wir bald wieder neue. Die sind jetzt alle jetzt draußen bis zu einer Gift. Mal gucken, ob wir dieses Wochenende ein Treffen organisieren können. Also an Pixel und Ray, wenn ihr das Video seht, ne? Bitte schön, ich habe Zeit. Ja. Hoffentlich klappt das auch irgendwann nochmal mit den Let's Plays. Ihr könnt ja nochmal vielleicht sagen, ob ihr jetzt dafür einen neuen Channel haben wollt, weil bei dem Negev-Video, glaube ich, müsstet ihr ein kleines Kommentar von The Maestro Samuron gelesen haben. Der will mitmachen, ist ein Kumpel von uns, würde mich auch freuen, wenn er mitmachen würde. Und halt wären halt auch andere Leute, die dann vielleicht noch mitmachen. War sehr unwahrscheinlich, aber halt Deni wäre dabei. Wahrscheinlich. Ja. Ob dann Pixel mitmachen würde, weiß ich nicht. Ich und Ray wollen das auf jeden Fall machen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Das ist sowieso eh viel zu viel. Ich habe auch keine Ahnung über neue Informationen. Gibt ja so viel Neues, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, sonst wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen. Ja, was den Gewinner angeht, da ich ja die Verantwortung über das den Gewinner des Turniers machen muss, schreibt nochmal eine PN an Asian Pro in den Nachrichtendingens, da weiß er schon, mit deinen Sachen. Ich antworte dir dann. Gibt noch eine Sache, die ich leider sagen muss. Aber das klärt sich alles noch. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wenn wir sagen, jemand kriegt einen Gewinn, dann kriegt er den auch. Ja. Was sage ich sonst noch? Nichts. Genau, am besten gar nichts sagen. Ich rede ja immer so viel. Also kann ich jetzt auch einfach mal die Klappe halten. Ja, warum überlege ich eigentlich? Einfach mal aufhören. Ja, ich versuche jetzt auch nochmal die nächsten Tage, also ab nächsten Monat fange ich wieder ein bisschen aktiver an zu spielen. Ja. Ich versuche halt wieder ein bisschen mehr zu spielen. Auch wenn das Spiel nicht so viel Spaß macht. Aber, naja. Man versucht ja für die Abonnenten alles zu tun, damit ihr auch noch weiter guckt und wir auch mal ein bisschen bessere Informationen geben können und auch vielleicht mal ein paar Reviews über die neueren Waffen machen können. Ich will ja endlich mal mein Level abhaben, das habe ich ja schon seit 30 Jahren, den gleichen Rang.
Level Up Game kam ja auch auf dem Channel hier hochgeladen. Naja, ich will ja endlich mal diese neue Waffe testen hier. Wie heißt sie überhaupt? Genau, diese neue Pistole. Soll ja eigentlich ganz gut sein, ich hab keine Ahnung. Hab's selber noch nicht getestet und außerdem will ich meine mit meine zwei Lieblingswaffen, und zwar die M6 und die L015 haben. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, viel Spaß beim Spielen. Viel Erfolg bei was auch immer. Ja. Und dann noch eine schöne Zeit im Spiel.